Ah, ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen, Freundchen. Okay. Hier haben wir auch noch jede Menge Zeug zum Mitnehmen. Ich hoffe, dass mein Inventarplatz jetzt mal ein bisschen ausreicht, um ein paar Sachen hier einzusammeln. Ja, ich höre was, aber ich sehe nichts. Ah, da ist er. Und tschüss. Wie gesagt, für sowas ist die wirklich gut. Aber sobald mehrere Gegner auf einmal kommen und nah an einem dran stehen, ist die Waffe nicht so gut. So, hier machen wir mal eben den Aufzug oder den... Tanksequenz aktiviert. Ach nee, Tanksequenz machen wir hier mit an. Hier kommt jetzt der Stutzen vorgefahren. Und betankt jetzt quasi das Schiff. Das Schiff führt nämlich seinen eigenen Treibstoff mit. Finde ich ganz cool eigentlich. Na, eigentlich? Achso, das müssen wir noch... Ah, wir müssen... Okay, der hat jetzt zumindest schon mal das Ding in Position gefahren. Alter. Knie nieder. So. Ich weiß gar nicht... Ich glaube, wir müssen rüberfahren. Gleich auf die andere Seite, wenn ich mich recht erinnere. Geht's hier lang? Ach, hier sind wir... Ah, hier sind wir wieder. Nein, 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 nix da. Moment. So nicht, Freundchen. Komm, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Vergiss es. Alter, stirb doch mal. Wer braucht denn dieses Vieh? Der lebt auch noch. Alter Schwede. So. Ist aber Ruhe hier. Okay, da haben wir einen Rundweg geöffnet. Dann können wir nachher leichter zurück. Das ist schon mal gut. Mann, oh Mann, ey. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie einfach. Vor allem, die halten so unheimlich viel aus. Obwohl ich hier die schwere Waffe habe. Hier ist fünfmal draufgeschossen oder so. Und die sind nicht gestorben. Ja, ich weiß. Ich wollte mich mit Rage ein bisschen zurückhalten. Entschuldigung. Okay, so. Das haben wir aktiviert. Ich gucke jetzt aber trotzdem gerade nochmal nach ein paar Items. Dass wir hier ja nichts vergessen. Haben wir hier alles? Da ist noch was. Und, oh, hier haben wir auch noch was vergessen. Holzprojektile. Und Emergency Supplies. Ein paar Credits. Und da ist... Da sind wir hergekommen. Okay. Hier waren wir auch. Okay, dann haben wir, glaube ich, alles. Dann fahren wir gerade mal auf die andere Seite. Das holen wir uns mal ran. Oh, wir haben noch einen Mitfahrer. Cool. So, guten Tag, junger Mann. Hatten Sie reserviert? So. Das lasse ich jetzt mal an, weil ich glaube, wir können das gleich gebrauchen. Ich meine nämlich, dass auf der anderen Seite ein kleines Empfangskomitee auf uns wartet. Alter. Ich höre doch schon einen. Ja, und da oben rennt auch schon einer rum. Ach, guck mal hier, die winken ja sogar. Zur Begrüßung. So, ich habe auch was zur Begrüßung dabei. Ach, warte mal, wir können eigentlich... Oh, scheiße. Das war keine gute Idee. Aber wir haben nicht viel verloren, zum Glück. Wow, ui, da ist auch noch so einer dabei. So, hat das gereicht? Nee, nicht ganz. So, aber jetzt... Oh, haben wir überhaupt Gesundheit verloren? Ich glaube, wir sind einfach nur zurückgeflogen. Eieieiei. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt hier soweit alles haben. Was haben wir hier noch? Ein Audiolog. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Halt die Klappe, Denver. Klappe halten. Technisches Logbuch, Temper. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb gekappt und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder öffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Die
Alter, ey. Ich wollte jetzt gerade nicht in den Dialog reinquatschen. Ich dachte, er wäre tot. Pustekuchen. Oh, was liegt denn da? Kommen wir da dran? Ich glaube, ich komme doch sowieso dahin, oder? Oh, ein Schema für den Ripper. Cool. Okay, ich muss mal gerade mich orientieren. Ich blicke hier nämlich irgendwie gerade nicht durch. Ah, hier sind wir jetzt. Okay. Da können wir, glaube ich, die Tanksequenz aktivieren, ne? Warte mal. Ich glaube, so war das. Jawohl. Aktiviert. Ausreichend Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen. Was immer Sie machen, es funktioniert, Isaac. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar 17 an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ja, ich habe hier gerade was gesehen. Ah, Mann, ey. Diese kleinen Drecksviecher hier. Kommen wir noch zu dritt? Was ist das, Dreier oder was? Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir wieder auf die andere Seite, oder? Kann das sein? Jawohl. Okay, dann fahren wir mal wieder rüber. Ich habe so die Vermutung, dass auf der anderen Seite auch noch was auf uns wartet. So, mehr oder weniger. Ich höre was. Ah, ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Hab dich genau gesehen, Freundchen. Komm raus, wo immer du bist. Alter, wo ist der hingelaufen? Ja, genau in die Richtung, wo ich auch hin will. Scheiße. Die können wohl auch Türen öffnen. Ein bisschen intelligent sind sie, ja. Alter. Warte, war ich hier schon? Ah, schau an. Hier habe ich noch was übersehen. Ich will doch nichts übersehen. Ich will doch alles mitnehmen. Wie sieht es im Inventory aus? Mal gerade schauen. Oh, ziemlich voll. Wir gehen nochmal gerade in den Shop, glaube ich. So, das noch. Okay, dann mal. Oh, wir haben schon wieder sehr viel Zeug. Die kleinen Medipacks mal alle weg. So, Luftkanister Stase-Pack können wir wegpacken. Plasma-Energie lasse ich mal. Oh, Impulsprojektile, das legen wir auch mal weg. Angefangene Dinger sind nämlich immer schlecht. So, und dann werde ich, glaube ich, mal wieder auf eine andere Waffe wechseln. Weil wir haben... Ja. Plasma-Energie haben wir ziemlich voll. Dann nehmen wir mal die. Okay. Weiter geht's. Ich weiß nicht, ob in diesem Teil... Ganz ehrlich, hier auch welche in den Aufzug springen können. Ich hoffe nicht. Weil da oben sind zwei Luftschächte. Ich hoffe, dass wir dem von dieser Sache verschont werden. Weil das hasse ich wie die Pest, wenn die einem in den Aufzug springen. Das muss nicht sein. So, hier haben wir noch was zu mitnehmen. Yeah. Hier spricht Temple. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch. Und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsschlag uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Na herrlich. Aber wir gehen eigentlich genau denselben Weg, den Tempel genommen hat. Zwei Knoten. Ja, ich sammle erst noch. Ich sammle noch ein bisschen. Ah, okay. Dann Dekontamination, jawohl. Dekontaminationssequenz aktiviert. Bitte warten. Ich glaube... Ah, da ist auch ein Schacht. Scheiße, die können nämlich von allen Seiten kommen. Das ist das Fiese. Man kann sich nicht in eine Ecke stellen und denken, ja, okay. Ah, guck an, da sind sie ja schon, die Kollegen. Und die kommen auch gleich hier rein. Das weiß ich genau. Ich weiß nur noch nicht von wo. Na kommt. Ich weiß genau, dass ihr hier rein wollt. Ah, da. Okay.
1. Na. Ach, da. Nummer 2. Schnell nachladen. Ich glaube, 3 kommen hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was zur Hölle? Oh. Ach, da. Was? Der ist schon tot? Ernsthaft? Nach 2 Schuss? Wie habe ich das denn gemacht? Okay. Das habe ich ja noch nie geschafft, die mit 2 Schuss zu erledigen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, viel Spaß beim nächsten Mal. Ich hoffe, ich muss hier nicht nochmal durch. Ich mag es nicht, wenn man im Raum ist und man kann sich nicht wirklich irgendwo in eine Defensivposition begeben. Weil überall Öffnungen sind, wo die reinkommen können. Das ist halt gemein. Don't go it alone. Take assurance. Muss ich denn lang? Da? Okay, dann gehe ich erstmal hier runter. Ja, schau an. Hier haben wir noch Energieknoten übersehen. Notfallvorräte, Lager. Scheiße, hier komme ich nicht durch, ne? Nee, leider nicht. Schade. Hm, da würde ich gern rein. Und mir die Vorräte mitnehmen, aber ich glaube, da kommen wir nicht durch. Super, der hat wohl nicht hier durchgepasst. Hat seinen Rest hier liegen gelassen. Ist ja widerlich. Okay. Ich glaube, wir kommen jetzt zur Zentrifuge, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube ja. Jawohl, da ist sie. Eintritt Schwerelosigkeit. Und da ist echt die Frage. Weil die Technologie, die die hier verwenden, ist ja die, dass die Zentrifuge, hier haben wir das Gegengewicht, gleich sich anfängt zu drehen und dass dann Schwerkraft hergestellt wird. Also man weiß ja, wenn man eine Raumstation oder irgendwas in Rotation versetzt, hat man auch Schwerkraft. Zwar nicht so viel wie auf der Erde, aber man kann sich bewegen. Ich frage mich, ob... Oh. Ob die Technologie hier auch so funktioniert. Auch mal gerade was zum Hochspringen. Kommt das Vieh hier, oder? Ah, da ist es. Okay, ich muss ein bisschen zurück. Ah, oh, nee, voll vorbei. Scheiße. Das hätte so gut klappen können. Ist jetzt mal gut hier. Boah. Ich muss mal hier runter. Ich glaube, hier ist noch irgendwo eins. Jawohl, da ist noch eins. Muss mal aufpassen, dass ich nicht immer so viel Munition verballer. So, die Dinger müssen wir jetzt da dran fahren. Wie waren das noch? Ah, das ging nicht. Genau, halt. Halt, halt, halt. Wir müssen die erst in Stase versetzen. Mal ein bisschen vorfahren. So. Und dann dran. So. Nummer 1. Ach, du schon wieder. Ich frage mich, wie die Dinger immer ohne Kopf überleben. Also, ich meine, die sehen doch dann gar nichts mehr. Naja, nicht wundern, nur staunen. Generatormodul angebracht. Okay, das haben wir. Fugenantrieb wiederhergestellt. Okay, jetzt müssen wir wieder da oben hin. Haben wir hier noch irgendwas zu mitnehmen? Ich glaube nicht, ne? Ach! Gerade durch Zufall gesehen. Da ist noch. Credits. Okay, so, jetzt springen wir mal hier oben hin. Wo muss ich lang? Das ist nämlich immer das Problem hier, dass man da leicht die Orientierung verliert, wo man sich eigentlich... Ach, hier. Eigentlich befindet. Okay, los geht's. Zentrifuge aktivieren. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die Planetara-Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. So, das Ding dreht sich, das heißt, wir müssen jetzt immer ein bisschen die Zeit abpassen, wenn das durchgefahren ist, hier zum nächsten. Sehr gut, Isaac. Oh. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben.
So, muss hier immer wieder ein Feld weiter rennen. So. Das wird knapp, das wird knapp. Alter. So, schaffe ich das? Ich hoffe, ich schaffe das. Ach, guck mal an, wer da mitkommen will hier. Ja, ja. Hm. Ich könnte den da auch festnageln. Warte mal. Ich glaube, das müsste funktionieren, oder? Ja, hat sogar geklappt. Sehr schön. Dann spare ich mir lieber ein bisschen Munition. So, los geht's. Ich glaube, hier kommen wir jetzt auch schon zum Aufzug, oder? Ja, sehr gut. Nix wie raus hier. Mir geht nämlich gleich die Luft aus. Wo geht's raus? Da geht's raus. Dann nehmen wir aber uns noch ein bisschen was mit hier. So, dann nix wie raus. Nämlich gleich kein Sauerstoff mehr. Noch 60 Sekunden, aber das müssten wir eigentlich schaffen. Na, komm. Ach, Gott sei Dank. So, ich speichere mal eben. Ist mir doch sicherer, nachdem wir eben da spontan gestorben sind. Hey, lass die Tür offen. Ah, nein! Ah, scheiße! Ah, verdammt. Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Okay, schnell, wo ist das? Das ist ein bisschen schwierig zu zielen. Ui, das war knapp. Eieieiei, dieses Drecksding. Das hatte ich ja total vergessen. Denn wenn man nicht schnell genug ist, zieht das Teil einen nämlich raus in den Weltraum. Boah, Heiligsblechle. Oh, nix wie weg hier. Ah, müssen wir schon wieder hier durch? Ich dachte, wir können außen rumgehen. Schnell hier raus. Ah, der Kollege. Ja, 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 ich weiß. Will natürlich immer mit da vorne mit dabei sein. Okay, nichts wie raus hier. Wobei, nichts wie raus hier. Wir kommen ja dann nur in die nächste Bredouille. Okay. Aufzug. Isaac, hörst du mich? Ich bin's, Kendra. Sie haben mich angegriffen. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie sie sich draußen bewegen. Ich glaube, sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor sie den Planeten angebaut haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das sie auf dem Planeten gefunden haben und das sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Okay, der Antrieb zünden. Ich gehe aber gerade nochmal schnell in den Shop. Ich glaube nämlich, wir haben schon wieder Inventar voll. Was? Achso. Medipack klein. Oh, wir haben Halbleiter wieder gefunden. Luftkanister können wir auch mal weglegen. Brauche ich nicht. Einen lasse ich mal drin. So, Plasmaenergie nimmt hier nur Platz weg. Strahlmunition ebenfalls. Stecken wir mal eben im Invent. Oh, wir haben ganz schön viel Impulsprojektile dabei. Ich glaube, dann werde ich die gleich nochmal nutzen. Und Knoten haben wir 3. Ich glaube, dann kaufe ich nochmal 2 Stück. Ich hoffe, dann reicht es. Ich meine, wir müssen ja auch noch ein paar Türen öffnen. Also, eigentlich ist es egal. So, zur Antriebskammer. Geht's da lang? Was habe ich hiervon eigentlich? Mal gerade gucken. Strahlmunition habe ich auch noch ein bisschen was. Na, wir bleiben mal beim Cutter. Ich müsste meine Stase mal aufladen irgendwo. Da habe ich eben ein bisschen verschwendet. Ah, schon wieder Vakuum. Ah, na herrlich. Was haben wir da? Luftkanister? Ach, den brauche ich nicht. Den lasse ich erstmal da, wo er ist. Ich finde ja diese Weltraumausgänge hier echt geil, ne? Kann man hier irgendwo den Planeten sehen, zufällig? Schade. Oh! Wir haben Besuch. Moment! Stase! Uiuiui, das war knapp. Das war knapp. So, wir müssen da lang. Da kommt noch einer, natürlich. So, das nehmen wir uns mit. Impulsbones. Sieht immer lustig aus, wie er hier durchrennt.
Erstmal wieder Vakuum. Sehr schön. Oh, Alter, ist das laut hier. Oh. Alter, was ist so laut bei dir? Was ist da los? Ja, ich spiele Dead Space. Was? Du guckst Dead Race? Nein, ich spiele Dead Space. Ach so. Alter, ist das laut hier. Ich muss erstmal weiter hier. Boah, Alter. Also ich werde versuchen, das auf der Aufnahme nicht ganz so laut zu lassen. Ich glaube, da muss ich ein bisschen runterdrehen. Hallo, wer sind wir denn? Ist ja widerlich.